Ricarda Lang. Da habe ich gesagt, liebe Frau Lang, wir haben ein Selfie gemacht, kann ich Ihnen jetzt zeigen? Ganz toll. Und da sage ich, liebe Frau Lang, ich schätze Sie in Ihrer Fröhlichkeit. Niemand bringt diesen Schwachsinn der Grünen so toll rüber wie Sie. Die beste Peter-Hane-Rede setzt sich fort. Dieser Teil ist besonders spannend, weil es geht tatsächlich darum, wie es immer wieder jeden Tag etwas Neues dazukommt. Demokratiefördergesetz, Nancy Faeser, feministische Außenpolitik, du musst nur noch gendern, du darfst so nicht mehr sprechen, du bist dann rechtsradikal, wenn du das sagst. Es wird extrem spannend. Das ist mit der wichtigste Vortrag, den ich je gesehen habe. Glaub mir, du wirst die 8 Minuten definitiv nicht bereuen. Wir haben einen kleinen Peter-Marathon gestartet, denn von Peter Hane haben wir in den nächsten 7 Tagen jeweils um 18 Uhr eine neue Rede für dich vorbereitet. Unbedingt also den Kanal weiterempfehlen, teilen und natürlich abonnieren, um keine Parts mehr zu verpassen. In der wir uns befinden, zu beschreiben. Und jeden Tag kommt was Neues hinzu. Irre. Es bestätigt sich schneller, als es drucken kann. Ich habe zum Beispiel über Dresden geschrieben, dass Sie da, wenn Sie auf dem Bahnhof mal aufs Klo müssen, schon eine gute Blase haben müssen und auch notfalls den Zug fahren lassen müssen, weil es gibt für Männer keine Pissoirs mehr, denn das widerspricht ja dem Gleichheitsgrundsatz für alle Geschlechter. Deswegen hat man, wo Männer das alles schnell erledigen können, abgeschafft. Deswegen gibt es jetzt kilometerlange Schlangen, CDU regiert Sachsen, vor den Toiletten, hab das selber erlebt. Und nun schickt mir heute mein Freund Johannes Holmer einen Videoclip aus dem Abgeordnetenhaus von Berlin, aus der Sitzung von Donnerstag. Das wichtigste Problem in Berlin ist, wie eine Abgeordnete dort sagt, dass ja die StehpinkInnen und die Nicht-BissInnen einen Nachteil hätten. Und deswegen müsste das jetzt in Berlin auch so sein. Meine Damen und Herren, das ist eine Stadt, in der ich jeden Tag alter Menschen im Müll suchen sehe, die dort ihren Lebensunterhalt sich zusammensuchen. Und jetzt wird's richtig interessant, aber vorher, wie peinlich ist das bitteschön? Wir haben doch in Deutschland ganz andere Probleme und das ist ein Wahnsinn, dass wir die Sprache beeinflusst bekommen, dass wir vorgeschrieben bekommen, wie wir zu sprechen haben. Deswegen ganz ehrlich, Hand aufs Herz, genderst du, schreib's gerne mal in die Kommentare. Ich finde es ein Unding und ganz ehrlich, hätte das zu meinem Studium gegolten, hätte ich das Studium abgebrochen. Und das ist eine sehr krasse Aussage, weil da werden die Studierenden und du weißt ja Bescheid, da werden teilweise zum Gendern gezwungen in den Prüfungen. Also das finde ich schon sehr, sehr krass an dieser Stelle. Sind wir denn verrückt geworden? Sind wir denn verrückt geworden? Verstehen Sie, das ist doch irre. Dreimal dürfen Sie raten, von was Berlin jetzt regiert wird. Ich arbeite mich doch nicht an der Ampel ab. Verstehen Sie, ich traf unlängst Ricarda Lang. Da habe ich gesagt, liebe Frau Lang, wir haben ein Selfie gemacht, kann ich Ihnen jetzt zeigen, ganz toll. Und da sage ich, liebe Frau Lang, ich schätze Sie in Ihrer Fröhlichkeit, niemand bringt diesen Schwachsinn der Grünen so toll rüber wie Sie. Da wissen Sie doch, wie Sie dran sind. Aber ich frage Sie beim Demokratieförderungsgesetz, wo ist da die CDU? Wo ist bei dem Korrektivskandal mit der sogenannten Wannsee-Konferenz, wo ist da jetzt die CDU? Naja, es waren ja manche CDU-Politiker auch bei dem Geheimtreffen dabei, aber kleiner Spaß am Rande, es ist ja super spannend, was er jetzt hier gerade in den Raum stellt. Diese Frage muss man sich doch bitte einmal stellen. Darum geht es doch.
Jetzt regen sich auf, dass der Ramadan in Frankfurt am Main höher gehandelt wird als das Weihnachtsfest. Ja, wer regiert denn in Hessen? Jetzt regen sich auf, dass der Märchenwald der Brüder Grimm, der Reinhardswald, abgeholzt wird, weil wir ja jetzt keine Bäume mehr brauchen, sondern Windräder. Wer regiert denn in Hessen? Wer sagt denn, der Muezzin ist ein Beitrag zur Integration? Herr Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Heute im Kontrafunk in der Sonntagsrunde erzählt Martenstein von der linken Seite her und sagt, es darf doch nicht wahr sein, dass in Essen ein Taxifahrer seinen Bibelspruch vom Taxi wegmachen muss, weil das der Neutralität eines Taxis widerspricht. Wer regiert in Essen? Der Oberbürgermeister und die Mehrheit ist von der CDU. Wer regiert in Nordrhein-Westfalen? Das Innenministerium, was ja zuständig ist für die Taxen. Die CDU. Dass bloß keiner denkt, ich würde jetzt eine Kanonade hier ablassen. Deswegen verstehe ich auch, ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich jetzt von Herzen bei der Antifa wäre, ich würde doch nachdenklich, die CDU vereinnahmt mich. Die ganze Pharmaindustrie, diese ganzen Blackrocks und wie sie alle heißen, vereinnahmen die zur Rettung der Demokratie. Das ist doch irre. Und dann wird der Verfassungsschutz in Stellung gebracht. Ja, wer ist denn der Präsident des Verfassungsschutzes? Ein CDU-Funktionär, und zwar ein ganz entschiedener. Auch das muss man wissen. Also gerne mal deine Meinung zur CDU in die Kommentare schreiben. Ganz ehrlich, die CDU vor 30 Jahren hat nichts mehr mit der aktuellen CDU in den jetzigen Tagen zu tun. Und es kommt mir manchmal so vor wie bei den Grünen. Es gibt einfach noch extrem viele Stammwähler, die niemals sein Kreuz irgendwo oder ihr Kreuz woanders machen würden als bei der CDU. Aber genau das ist doch das Entlarvende. Wer denkt, die CDU kommt in die Regierung und dann wird alles besser? Also ganz ehrlich, wer glaubt das denn bitteschön noch? Gerne mal deine Meinung dazu in die Kommentare. Teilen nicht vergessen. Jedes Teilen dieser Peter-Hane-Videos bringt einfach mehr Aufklärung. Gerade auch dieser Seitenhieb auf Ricarda Lang ist einfach nur göttlich, weil wir diese Frau auch immer wieder hinterfragen müssen. Was die mit der Wirtschaft vorhat, das wird es im nächsten Video auch nochmal speziell geben. Und dementsprechend sehen wir uns wie immer morgen um 18 Uhr bei einem weiteren Peter-Hane-Vortrag.